Hallo, das ist euer Krise-Kavalier, der Cherry Casanova. Ich teste heute Krise-Stein-Entferner. Drei Modelle habe ich und ich probiere, wie gut funktioniert, also wie einfach funktioniert, wie schnell funktioniert. Wir sind hier, bei dem hier, von Lifehide. Die Idee ist, dass man hier dann so drückt und dann sollte der Stein da durch und die Krise dann da rauskommen. Also, der Stein ist schon mal nicht rausgekommen. Bam! Schon mal mega easy in der Hand habe. Was ich jetzt mache, ist der Speedrun, nenne ich das. Und zwar tun wir 7 Krise hier oben rein. 6, 7. Und schauen, wie schnell das geht. 3, 2, 1, go! Ah, da kann man es festmachen. Jetzt. Finito. Schau schnell, ob alle wirklich draußen sind. Wir haben einen Ranzen, wie wir so viel Käse gefressen haben. Minus 1 Abzug, 2 Abzug, 3 Abzug. Hey, funktioniert irgendwie nur so mittel. Schauen wir mal das nächste an. Das ist von Oxo. Das ist ein bisschen handlicher. Easy. Ich probiere jetzt hier auch 7 Käse zu entsteinen. Ist geil. Ich finde das Geräusch recht befriedigend, was da macht. Tack! Boom! Bei allen funktioniert, ja. Also, von der Usability her brauchst du halt 2 Schüsseln, aber funktioniert voll easy. Bonuspunkte gibt es wirklich für das, dass es so handlich ist. Du kannst ihn da einer so zusammen behalten, dass er nicht aufgeht. Du brauchst ja so einen Käsesteinentferner nur 1-2 Mal pro Jahr in der Käsesaison. Für das ist das natürlich sehr gut. Du kannst den einfach versorgen, vergessen und da brauchst du halt wirklich viel Platz. Dann hat man hier noch Zillis. Das ist so eine Gerätschaft, wo man hier gerade 7 Krise auf einmal kann entsteinen kann. Das ist schön in die Mitte. Boom! Ein Stein kommt nachher da rein. Ich mache jetzt hier den Speedrun. Dann das drauf. Finish. Oh, hoher schnell. Das ist fucking russisch Roulette. Voll drauf beißen. Ja, ich glaube der. Einer hat nicht funktioniert bei dem. Ich finde find auch das ein nices Teil. Ist ja sehr befriedigend, da drauf zu hauen. Das ist ein bisschen zum Aggressionen ablassen. Ist der Zillis, glaube ich, ist der Zillis der Beste. Zeit fürs Fazit. Lifehide hat nicht wirklich super geschafft und wirklich einen Zeitgewinn hast du auch nicht. Du musst das da nachher schön unten einspannen, damit wirklich die Steine rauskommen. Ich finde das Gerät nicht wirklich gut. Der Oxo, super, ist ein kleiner Knüblerei da. Die Krise müssen da rein zu tun. Und wenn du fette Krise hast, funktioniert das wahrscheinlich auch gar nicht. Aber wenn du wenig Krise hast, also nur so eine Schale, ist das absolut der Favorit. Zillis macht für mich den zweiten Platz. Wenn du viel Krise hast, wenn du irgendeine Gumpfi machst oder so, würde ich auf jeden Fall auf den gehen. Den als absolut Allrounder und Lifehide kann ich nicht empfehlen.